Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Neo. Brandneu im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wie man sehen kann, ist es hier ganz schön heiß. Wir sind auf der Suche nach Torimoto Tada. Gut, dass das da steht. Und der ist nämlich irgendwo in einem brennenden, ich schätze mal, in diesem brennenden Turm da gefangen. Und wir versuchen, den armen Schlucker zu retten. Aber natürlich wollen wir nebenbei auch so viel Loot wie möglich mitnehmen. Ich habe jetzt hier nicht wirklich noch Wasser gefunden. Da ist auch nichts, nee. Aber es gibt noch einen anderen Trick, um durchs Feuer zu kommen. Nämlich einfach den hier. So, wir müssen ja da vorne sowieso kämpfen. Und zack. Fuck, nicht getroffen. Jawoll. Ah, vorsichtig nicht ins Feuer treten. Das sollte man vermeiden, wenn man es kann. Ganz vorsichtig. Ah, gut, dass es ein Elixier war. Können wir brauchen. Aber jetzt habe ich das Wasserdings schon zerdeppert und jetzt komme ich da nicht mehr so einfach durch. Geronimo! Aua! Oh, jetzt brennen wir auch noch. Ätzend. Boah, das hält auch noch echt lange an, ey. Okay, here we go. Oh, hier ist eine Tür. Kann man damit auch... Ja, den Brand löschen, das wollte ich wissen. Ah, gemein. So, Yokai, dann komm mal her. Auch ernsthaft, in der... Du schießt uns jetzt auch noch. Autsch. Oh, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Einfach ein bisschen zanken. Boah, macht das wenig gegen die. Ah, ja. Ja, das steht natürlich gut. Gut, dass wir so eine hohe Range haben. Ach, scheiße, wir brennen schon wieder. Elixier! Okay. Aua. Okay, da komme ich jetzt nicht dran. Boah, wir brennen schon wieder. Ich benutze mal Shingeko-Medizin. Ach, guck mal, jetzt haben wir auch Silababaren bekommen. Aber wie das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Wahrscheinlich muss ich einfach zum Schmied und der sagt dann, okay, wie viel Amrita willst du da reinpumpen? Und ich sag dann, ja, so ist so viel. Dann zieht der einen Teil ab und ja, so funktioniert das wahrscheinlich. So, wo ist die Shingeko-Medizin? Haben wir irgendwo noch Shingeko-Medizin? Wir haben da garantiert noch irgendwo Shingeko-Medizin. Ach, das ist ganz oben, Leute. Okay. Habe ich nicht gesehen. So, nicht von den Typen da treffen lassen. Gut. Hier haben wir einen Schrein, das finde ich schon mal sehr gut. Die komme ich garantiert nicht rein. Doch, die komme ich rein. Okay, das ist unerwartet. Aber natürlich beten wir erstmal eine Runde. Wir können ja ein paar unserer Steine hier opfern. Hauen wir einfach mal die hier rein. Da bräuchte ich dann 4 von. Ich habe noch einen 5. dazu. Dann haben wir es auf jeden Fall. Und Reiken sind damit auch wieder geladen. Oh, es war sogar noch zu wenig. Ach, 155.000. Ich dachte 145.000. Das ist natürlich dumm. Dann nehmen wir jetzt noch 4 davon. Jetzt haben wir genug. Sogar ein bisschen zu viel, aber macht nichts. So, Fähigkeit. Fähigkeit. Habe ich jetzt einfach mal so spontan entschieden. Was haben wir hier? Da hatte ich jetzt mit mehr gerechnet. Aber hier liegt noch was. Ah. Das muss dann ins Lager, aber macht ja nichts.
Boah, gibt's schon wieder so viele Wege. Okay, also da lang gehen wir erstmal nicht. Da bräuchten wir wirklich extrem viel Wasser, um da durchzukommen. Aber ich schätze mal, dafür ist dieses Gebäude hier da. Okay, scheint eine Kaserne oder so zu sein. Natürlich bewirft er uns. Okay, okay. Nix da. Also ich habe ja schon mit irgend sowas gerechnet, aber ich habe eigentlich gedacht, ich laufe jetzt auf den zu und dann kommt von irgendwoher noch ein Gegner. Tschüss, ich gehe wieder runter. So. Okay. Da haben wir eine fette Tür. Ich möchte jetzt erst gucken, was hier oben ist. Oh, fuck. Ich dachte mir, okay, wenn der nichts wirft, werf ich halt was. Aber da hinten ist ja noch ein Schütze. Scheiße, genau rein. Jetzt muss ich völlig aufpassen. Jetzt habe ich ihn erwischt. Und Kopf ab, bitte. So, weg mit dem Scheiß. Was haben wir hier? Okay, ich schätze, so kommen wir an einem Flammenmeer vorbei. Aber hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas versteckt. Aha, da ist ein Kodama. Der hat erstmal Vorrang. Und bevor wir uns mit dem da anlegen, gehen wir erstmal noch hier rein und schauen, was hier ist. Eine Kiste. Ein paar Gewehre. Hier ist sogar ein Gewehr drin. Geskriptet. Wer weiß. So, aber bevor ich mich jetzt da unten mit den Yokai anlege, gucke ich erstmal, was hier unten noch ist. Ah, nee, von da komme ich. Alles klar. Hier ist noch ein Tor. Da haben wir noch einen Stein. Was ganz was ich mit den ganzen Steinen will. Einfach ein paar verkaufen, schätze ich. Okay, es ist schon mal sehr viel Wasser, bestimmt nicht ohne Grund. Hier müsste es ja jetzt raus zum Flammenmeer gehen. Ja, so ungefähr. Ach nee, wir sind davor. Ach, die Tür ist das. Ja, okay. Bringt mir jetzt nicht so dermaßen viel, aber warum nicht? So, dann ist jetzt dieser Typ da vorne dran. Der da. Das hat ja super funktioniert. Autsch. So, da kenne ich jetzt kein Pardon. Ja, wenn man schon den Schutzgeist hat, warum dann nicht auch benutzen? Dich zu. Von hinten kommen wir schon mal nicht rein. Ah, wen haben wir hier? Okay, niemand Besonderes. Kodama, bist du hier? Der ist hier nicht. Alter, was willst du? Nein, voll daneben gesetzt. Besser. Ich schätze mal, der ist da oben. Aber wie komme ich da hoch? Ach, da oben. Was? Das ist ja noch bescheuerter. Wie kommt man denn da hoch? Ach, vielleicht muss man von da oben, von der Mauer, hier auf das Dach springen und von da aus da runter. Das kann gut sein. Ja.
Da sehe ich jetzt keinen Grund dazu, darüber zu rennen. Was hat er ganz an der Seite? Da könnte was sein. Aber ich kann da nichts sehen und na, das Risiko will ich jetzt nicht eingehen. So, das ganze Feuer für nichts und wieder nichts zu rennen, das ist mir jetzt zu heikel. Man könnte auch sagen, das ist mir zu heiß. Haha. Hallo? Das war jetzt klar, so der Feuerspruch. Ah. Fall um. Da kann ich jetzt schlecht was machen, wenn er da im Feuer ist. Da ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass das Ding vorher kaputt gemacht hat. Ah, konnte nicht komboen. So, geschafft. Ich hätte vielleicht gerade nochmal zurückgehen sollen, um meine Elixiere wiederherzustellen. Das wird nämlich jetzt schon wieder knapp. Okay, Yagyu-Gewand, das kenne ich ja noch nicht. Ach, da hinten ist auch noch ein Kodama. Aber da war ich, glaube ich, noch nicht. Nee, offensichtlich nicht. Da kommen wir erst noch hin. So, jetzt muss ich aber erstmal zusehen, dass ich hier runterkomme. Und zwar lebend. Ja. Dann können wir nämlich das hier aufmachen. Oh, cool. Shikiko-Medizin. Und eine Locke eines jungen Ninjas. Auch sehr geil. So, und dieser Kodama ist natürlich das Allerwichtigste. Haben wir schon einige gefunden. Okay, hier ist nichts. Ich dachte, vielleicht ist da ein Item drin versteckt. Oder war ja gar nichts, nicht mal Silber. Ich meine Gold. Das ist der nächste Schrein, das finde ich sehr gut. Stufenaufstieg, da sind wir weit von entfernt. Also lassen wir das mal. Der hat sich irgendwer in Flammen gesetzt. Das war überaus intelligent von dem. Was haben wir hier? Auf zu. Ah ja, hier ist diese Truhe, die wir von der anderen Seite gesehen haben. Das heißt, da unten ist dieser Kodama. Ich hoffe mal, da wartet jetzt keiner auf mich. Nee, scheint alles sicher zu sein. Wieder Kodama mehr. Läuft echt gut. Hallo, was geht ab? Fall runter! Ich habe immer das Gefühl, der kann dann nicht runterfallen. So. Hier den Run-Tactics. Und weg damit. Ja, jetzt fällt er runter, natürlich. So, damit hätten wir das Rätsel um diese Tür hier schon mal gelöst. So, beten gerade mal, weil denn warum nicht? Ja, schießt du ruhig. Verbrenne! Nice. So, schieß und du bist fällig. Ja, so dumm ist er nicht. Na gut. Dann rushen wir dich einfach. Aha.
Aha, was ist denn hier für eine kleine Tür? Die ist auch zu, ey. Das ist gar nicht der brennende Turm. Das ist der Turm der 1000 Türen. Oh, hallo. Überraschung. So. Will ja noch jemand Blitze in die Fresse haben? Ja, hier ist ja gar nichts. Ach, da geht's hoch. Okay. So. Hallo. Als ob ich durch das Feuer komme. Du bist gut. Den haben wir auch ganz gut erwischt, würde ich sagen. Oh, das könnte knifflig werden, da dran zu kommen. Okay, hat geklappt. Nicht angesenkt. Ah, hier haben wir schon mal einen Shortcut. Hallo? Und jetzt geht es wohl in den Turm selber. So, lassen wir uns erstmal vom Feuer hier in eine gewisse Richtung lenken. Oha. Also hier kommt schon nicht weiter. Alter, ist das hier jetzt ein Horrorspiel oder was ist mit der Musik los? Das ist... What? Ich dachte, da ist Wasser. Alter, ich bin verarscht worden. Oh, fuck! Leute, ich habe ihn gecountert. Ich habe eigentlich aus Panik mich verdrückt und dachte... Ich habe jetzt überhaupt nicht verstanden, was da jetzt abgeht, aber ich habe ihn gecountert, lol. So, mit dem haben wir zum Glück leicht gespielt. Alter, diese Musik, ist das die... Das ist so Resident Evil. Als würde man jetzt irgendwie von Nemesis verfolgt werden oder so. Von irgendwelchen Huntern oder so irgendwas. Ja, da in der Ecke stehst du gut. Oh, der wird sich lohnen. Oh, hallo. Was geht ab? Ernsthaft? Speer? Was fehlt nur noch, dass es jetzt irgendwie ein Time Trial gibt, ne? Dass man jetzt schnell genug hier abhauen muss oder so. Da würde die Musik dann gut zu passen. Da kennen wir kein Pardon, ey. Wow, da ist er nochmal irgendwie weggekommen. Nein, tust du nicht. Jetzt kommst du nicht mehr weg, Kumpel. Ja, das kannst du ruhig machen, das ist mir jetzt ziemlich egal. Nimm den! Oder den! Verdammt, bleiben! Jawoll! Ah, nur die Rüstung des roten Dämons. Interessant, dass die hier alle mit diesem... mit der Rüstung des roten Dämons spielen. Ja, vielleicht einfach, weil es eines der wenigen Sets ist, die man halt wirklich sehr oft gedroppt bekommt. So, jetzt sind wir im Keller. Die Musik geht immer noch voll ab. Oh, und das scheint der Grund dafür zu sein. Aua. Jetzt die Schwachstelle getroffen. Ich brenne schon wieder. Scheiße. Komm, sollte reichen, ja. Vielen Dank für deine Jobs. Das sind
das für auffällige Krüge? Keine auffälligen Krüge. Nur Deko. Ach, hier diese... Ah, das ist sogar tatsächlich eine Tür. Ich wollte gerade sagen, die Türen verwirren einen ein bisschen. Autsch. Na, war fast wert. Bam, nice. Hallo, was geht ab, du Penner? Ah, hier haben wir nochmal so einen. Und hier haben wir den nächsten Kodama. Hallo, was geht ab? Oh, mit dem Feuerwaffe muss man aber aufpassen, dass es sich selbst in die Luft sprengt. Vielleicht können wir aber auch den hier in die Luft sprengen. Oder mich selber in die Luft sprengen, das ist natürlich auch möglich. Aber jetzt brennt der. Und er brennt deutlich länger als ich. Das war ein Fehler, Kumpel. Brennt immer noch. Jawoll. Easy. Shishi und Honikul scheint auf dem, auf meiner Level Range sehr beliebt zu sein. Genau wie die Rüstung des roten Dämons. Hier kann ich jetzt nichts Interessantes mehr entdecken. Na, ja, dieser Gang gefällt mir gar nicht. Ja. Bin schon fast gedacht. Okay, wir sind wieder draußen. Vielleicht auf der anderen Seite. Das sah jetzt genauso aus wie da, wo der Schrein war. Halt da, wo der Kodama versteckt war. Oh, das ist auch hier. What? Okay. Das ist komisch. Ich habe irgendwo eine falsche Abzweigung genommen. Hier hätte man übrigens durchgemusst. Oh, fies. Alles klar. Der Weg zur Spitze ist ein beschwerlicher. Was soll bitte diese Mini-Nische da? Okay. Ich bin mir nicht sicher, wo genau ich hier bin. Wollen wir das kaputt machen? Nee. Ist nur ein. Nur da, um einen zu zanken mit der Truhe, die dahinter versteckt ist. Aber das finden wir schon. Das ist auch schon. Zack! Ey! Ey! Lass das! Oha, da wäre ich beinahe schon wieder runtergeflogen. Nice. Oh wow, ich habe mir fast die ganze Wand eingerissen. Ha. Sich zurechtzufinden ist gar nicht so einfach. So, hier waren wir offensichtlich noch nicht. Oh, hallo. Zack. Ey, zack. Haben wir Elixier bitte? Okay, jetzt noch mal nach unten. Ja, das hat ja mit der Musik genau gepasst. So eine winzige Tür.
Und wo zur Hölle... Oh, ja doch, das kommt mir bekannt vor. Ah ja, wir sind wieder hier. Okay. Das ist dann auch eigentlich ein guter Zeitpunkt, um nochmal am Schrein unsere Elixiere zu sammeln. Und die Folge zu beenden, denn es ist schon wieder soweit. In der nächsten Folge können wir dann hier durch unseren neuen Shortcut wieder in den Turm und nach dem Weg nach oben suchen. Bisher, naja, sind wir immer nur nach unten gekommen. Aber irgendwie muss es ja uns möglich sein. Ich verabschiede mich erstmal und dann sehen wir uns in der nächsten Episode Nioh wieder hier in dem brennenden Turm. Bis dahin!